Und der Kampf geht weiter. Ja, wir sind hier immer noch in allerhöchster Gefahr. Mehr oder weniger. Als erste Aktion werde ich erstmal versuchen, den Trevor mit dem Trevor hier eine Granate hinzuwerfen. Eieiei, okay. Oh, da ist es ja vielleicht noch besser. Ja, ich hoffe sehr, dass er das trifft. Oh, super. Ja, sehr gut. Die werden beide aus dem Gefecht genommen. Ja, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Hier war doch vorhin noch ein Gegner. Der ist jetzt irgendwie weg. Ich bin nicht sicher, ob der hier nach hier weiter ist oder auch hier hinter den Steinen. Der war auf jeden Fall noch relativ gesund, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kann auch sein, dass der das ist. Mit Joy werde ich jetzt mal versuchen, den hier anzugreifen. Ja. Joy verfehlt einmal mehr. Schlecht verwundet. Der ist noch gesund. Ja, vielleicht sollte ich versuchen, den aus dem Spiel zu nehmen, weil er einfach ein Gewehr hat und relativ dicht dran ist. Ich denke, Ivan ist auch in der Lage, den zu treffen. Er muss es nur noch machen. Das war auf jeden Fall kein Treffer. Ich versuche es nochmal mit Dimitri. Obwohl. Obwohl Dimitri auch die Gelegenheit nutzen sollte, hier nochmal eine Granate reinzuwerfen. Ja, nicht ganz so gut gelungen. Und dann kann Ira einfach versuchen, hier nochmal eine Salve reinzujagen. Ich drehe sie erstmal um. Okay. Gezielt und so viel wie möglich Schüsse. Was war das? Okay, sie hat getroffen, aber irgendwie kam nur ein Schuss raus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich vielleicht einmal zu viel geklickt habe. Und dadurch. Ja. Ja, und dadurch, na, sagt schon. ja, aus drei Schüssen einer wurde. Kann sein. Oh, das war nicht so gut. Okay, ich hoffe, der sieht Chris nicht. Nach dem roten Feld zu urteilen nicht. Okay, schauen wir mal. Gut. Ejo. Das ist ganz offensichtlich eine relativ schlechte Position, wo Joy jetzt da verharrt. Ich hoffe, ich krieg sie da irgendwie raus. Hier versuche ich auf jeden Fall noch einen Burst.
Der hat sogar ziemlich gute Chancen. Vielleicht sollte ich den sogar auf den hier zielen. Dann treffe ich eventuell sogar beide. Tatsächlich. Den einen hat es erledigt. Den Hab auch. dich, du Hundswort. Ja, mit Joy könnte ich überlegen. Ja, ich gehe erstmal. Ich meine, sie hat jetzt echt keine RP. Ich robb mit ihr ein Stück zurück. Ich hoffe, sie ist dann nicht mehr so gut in Sicht. Neue Chance mit Ira. Nochmal drei Schüsse auf diesen kritischen Typen. Okay, den hat's erwischt. Der andere scheint nicht vorkommen zu wollen. Chris versucht sich mal an dem hier. Dann kann ich auch maximal genau schießen und mich immer noch hinlegen. Okay, Dimitri, versuch's einfach. Die Chance ist nicht groß. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Scheiße, habe ich ganze Munition für Waffe verbraucht. Okay, sehr viele kritische. Das war nicht schlecht. Ich hoffe, der sieht Joy jetzt nicht mehr. Oh doch, tut er. Ja, das ist schlecht. Ja, weiter kann ich mit ihr jetzt auch nicht. Eine Gelegenheit für Dimitri. Ja, das wird aber nichts. Höchstens mit der Pistole. Kann ich mal gucken. Oh, ich könnte es versuchen. Naja. Da ist noch ein Gesunder. Der verbirgt sich aber auch. Denke, hier wäre auch noch mal ein Feuerstoß angebracht. Ja, so viele Schüsse auch nicht. Das reicht. Feuert mehr als beabsichtigt. Aber auch nicht so schlimm. Das mache ich jetzt mit Ivan auch. Am besten auf den dahinter. Treffe ich vielleicht auch jemanden davor. Ja, nein, leider gar nicht. Aber unterdrückt beide. Okay, wer sieht denn den da hinten? Ach so. Jetzt sehe ich mit Chris gar keinen mehr. Ich werde ihn mal hierhin bewegen und oh, jetzt sehe ich den da. Ja, das ist mir jetzt zu kritisch, den Kopf oben zu behalten an der Stelle. Haben wir noch wen? Ira. Ja, Trevor auch. Tja, ich könnte auch noch den Molotow-Cocktail werfen. Wäre auch nicht verkehrt und er richtet viel Schaden an und den Gesunden wird er hier garantiert auch treffen.
sollte dringend mehr Molotow-Cocktails machen, sofern es mir möglich ist. Dazu brauche ich ja eigentlich nur Stoff. Aber das kriegt man auch nicht oft. Okay, der ist hier voll in der Feuersbrunst. Und der Gesunde, den hoffe ich auch erwischt zu haben. So, wie viele Gegner haben wir noch? Wir haben noch 8 Gegner. Wir sehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier ist noch der Gesunde. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut vorwärts gekommen. Bleibt noch Ira. Und Joy auch. Aber Joy ist dummerweise nicht besonders gut positioniert. Vielleicht könnte ich mit Joy... Ja, das trifft sie sowieso nicht. Da ist der Stein im Weg. Da bin ich absolut sicher. Er hat die ganze Zeit schon nicht getroffen. Aber vielleicht kann ich mit Joy... nee, das klappt nicht. Boah, ich kann ja echt nicht weg mit ihr. Ja gut, dann soll ich es vielleicht doch versuchen. Aber ich kann sie dann nicht mehr hinlegen, fürchte ich. Das wäre natürlich gut, wenn sie treffen würde. Aber die Chance ist echt zu gering. Ach, jetzt kann ich sie auch nicht mehr hinlegen. Naja, dann... Hack the System. Na super. Ja, das andere Alt. okay, immer noch Ira. Den sieht sie leider nicht und... Die leider auch nicht wirklich. Boah. Versuche, was die anderen schon versucht haben. Klappt nicht, aber ein Versuch war es wert. Okay, ich glaube, der stirbt. Mist, den Gesunden habe ich nicht erwischt. Den Schlechten auch noch nicht, aber das Feuer breitete sich ja jetzt bestimmt aus. So, den sieht Ira jetzt auch. Dann versuche ich es jetzt hier mit dem Feuerstoß. Das war nix. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich dachte schon irgendwie, Ivan, was ist los mit Ivan? Ist er krank oder so? Er trifft nicht mehr so gut wie sonst. Dass Dimitri nicht immer trifft, das wundert mich jetzt nicht so sehr. Und das ist auch nicht so schlimm. So, Chris, wen sieht eigentlich Chris? Wen sieht Chris? Ach, den sieht Chris. Naja, kann auch nicht auf ihn schießen. Ich leg einfach mal an. Ich glaube nicht, dass sie da unten auf Chris schießen. Ich gehe mit Trevor mal hinter diesen Stein. Ah! Schon kann ich was sehen. Besser ganz abducken. Dimitri hat schon geschossen. Chris. Naja, ich halte ihn mal in die Richtung gezielt. Moment, wie kann ich das abbrechen? Ah ja, Escape. Und Joy. Ja, Joy kann eh nicht weg. Ich drehe Joy einfach um. Mhm.
Und jetzt versuch's nochmal. Genau. So klappt's auch. Okay, ich glaube, da ist jemand gestorben. Und der Rest scheint irgendwie zu fliehen, habe ich das Gefühl. Joy sieht noch jemanden. Okay, Trevor sieht ihn auch, aber der ist schon kritisch. Das bringt jetzt keine großen Punkte mehr. Oh ja, der versucht zu fliehen. Das ist, denke ich, ein Job für Chris. Ja, den könnte ich auch noch versuchen auszunocken. Das Ding ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, noch vier. Der hier wird wahrscheinlich fliehen. Da können wir jetzt wenig gegen unternehmen, denke ich. Könnte natürlich jetzt irgendwie mit versuchen, mit Ivan und Dimitri hinterher zu rennen. Ich schau mal, ob ich jemanden sehe. Tue ich nicht. Ich renn mal hier hin. Okay, da ist er. Auch er versucht zu fliehen. Ist aber irgendwie nicht im Sichtfeld von Chris. Unterbrechung kann er nicht mehr bekommen, weil er schon alle AP verbraucht hat. Mach mal auf dich aufmerksam. Ich bin getroffen. Ja, ich weiß. Sehr gut, Chris sieht ihn. Das ist ein Todesurteil. Gut, alle tot. Ja, tatsächlich. Die anderen sind verbrannt. Der Rest ist tot. Was ist jetzt? Bluttropfen aus Wunde. Ja, normalerweise bekomme ich jetzt die Nachricht, möchten Sie verbinden. Aber ich bekomme sie irgendwie nicht. Naja. Halt, lass das. Lass das Ira machen. Die muss üben. Sehr gut. Okay. Ja, die Leichen sind nicht verbrannt. Na gut, dann schauen wir mal, was wir hier alles finden können. Ich hoffe, jetzt sind alle verbunden. Sollen wir auch was abbekommen? Glaube nicht. Sieht man nicht so richtig. Okay. Dann kommt mal wieder zusammen hier. Ich lade erst einmal nach. Ja. Dimitri bleibt hier. Naja. Moment, ich gucke erstmal, was ich so finden kann. Jetzt, ja. Erstmal speichern.
Dann schauen wir mal, was sie so gedroppt haben. Okay. Das ist... Ich glaube, das ist das falsche Magazin, ja. Ich fürchte sogar, ja, das ist kein... Ja, also ich hätte ja gerne mal neue Munition für die AKs, aber irgendwie bleibt mir das verwehrt. Hat noch irgendjemand kein Headset? Naja, Trevor hat ein schlechtes. Ein kaputtes. Für die Munition habe ich leider auch noch keine Verwendung. Oder? Nee, doch habe ich. Für ihn. Sehr schön. Dann nehme ich die natürlich mit. Lade erstmal nach. Gucken, wie viel man hier noch stapeln kann. Ja, eins. Egal. Konvertiere das alles um. Ersatzmunition ist wichtig. Ja, okay. Ich denke, so viel wird er nicht verbrauchen in einer Runde. So, die Helme kann ich leider nicht verwenden. Ich den erstmal voll machen. Diese Leuchtspurmunition sollte ich mitnehmen bei Gelegenheit. Aha. Das ist so eine MP, die kein Mensch brauchen kann. Sage ich mal so. Ja, Ira hat immer noch diese Waffen. Oh, da sind ja doch irgendwie noch die zwei Schuss übrig. Mach sie erstmal voll. So. Oh, keine schlechte Pistole auch nicht. Doch noch höhere Reichweite als die Tukarev. Verbraucht natürlich aber auch mehr AP. Naja, dann vielleicht doch eher nicht. Ich glaube, ich habe noch Menschen ohne Messer, genau. Oh, Trevor hat noch keins. Na, dann bekommt das eher Trevor als Ira. Eine Coupé. Ein Pornomagazin. Juchi. Gut. Jetzt schaut es ein bisschen aufgeräumter aus. Aber ich denke, den Rest kann ich aktuell nicht verwenden. Auch die Dose ist jetzt nicht besonders wertvoll. Ich kann ja leider nichts daraus trinken. Mitnehmen sollte ich auf jeden Fall diese Munition hier noch. Vielleicht lade ich mit dem hier erstmal nach. Ist ja doch ein bisschen was verbraucht worden. Ja. Oh. Okay, Dimitri hat überhaupt keine Munition mehr. Ivan meine ich natürlich. Wie immer meine ich Ivan, wenn ich Dimitri sage. Oder umgekehrt.
fülle mal nach. Ja, das wird jetzt langsam echt knapp mit der AK-Munition. Ich guck mal, Joy hat ja noch diese Waffe, die Ruger Mini. Die könnte man dann als Alternative nutzen. Aber eigentlich möchte ich die gern an Ira weitergeben. Ich verteile mal nochmal die... Granaten um. Ich denke, Dimitri ist der Mann für die Granaten. Aber ohne, völlig ohne sollte Ira auch nicht sein. Nee, in diesem Sektor steht er nicht. Granatenknappheit. Ivan kann mal 2 abgeben für Trevor. Ach, der hat noch die Vakuumgranaten. Ah, die sind nicht so wichtig. Klar, die sind auch sehr gut, weil sie Gegner den Atem nehmen, die AP abziehen quasi. Wie sieht's denn eigentlich mit Chris aus? Hat der Granaten? Jo, der hat eine. Gut, Ira hat immer noch keine. Pretty uncool. Ja, dann hat sie eben keine, würde ich sagen. Zumindest bis ich wieder welche finde. Aber die Ruger Mini wollte ich ihr gerne geben. Ja, das passt sogar in ihr Inventar. Und die lege ich erstmal hier hin. Da kommt ja gleich das Team 2 nach. Und kann dann ein bisschen was davon aufnehmen. Ja, okay. Gut. Gut fürs Erste. So, das Team kommt nach. Hier können wir natürlich wieder Doctoring machen. Nein. Okay, dann würde sie sich jetzt, wenn ich das richtig verstehe, erstmal selber verarzten, weil es blinkt auch nicht. Dimitri kann dann reparieren, Trevor kann dann auch reparieren. Ivan, Chris, ich weiß nicht so genau. Was können die machen? Tja, eigentlich nur üben. Ja, Kraft wäre immer noch nicht schlecht. Auch bei Joy. Und Ivan trainiert weiter seine Sprengstofffertigkeiten. Und dann schauen wir erstmal... Warum stoppt er? Ah ja. Waffen und Rüstung. Keine Ahnung, warum stoppt er jetzt? Das heißt ja nicht, dass alles repariert ist. Naja, dessen ungeachtet...
Aber ich bin jetzt auch nicht gut vorbereitet auf das, was ich bestellen müsste. Eigentlich müsste ich ein paar Sachen bestellen. Sowas wie Beintaschen wären nicht schlecht. Rucksack für Dimitri jetzt, glaube ich, weil Dimitri hat keinen mehr. Also nicht einen Rucksack, sondern eher diese Tasche. Und Munition für alle irgendwo. Ach du Scheiße. Oh Mann, ey. Jetzt sehe ich hier gerade, ich habe den LKW da oben stehen lassen. Also manchmal frage ich mich echt noch, ob es noch geht. Was ist denn das für ein Mist? Jetzt ist ja das Team aber da. Oh. Okay, ich bin da. Hier. Ja, super. Super, dass der LKW da oben steht, ey. Was für ein Mist. Ja, gut. Dann muss ich halt damit klarkommen. Wie schlecht ist das denn, ey? Boah, die sind alle schon super bewaffnet. Außer Amus. Gut. Dann bekommt Amus jetzt die Waffe. Die ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ne, die ist sogar noch schlechter. Ja, nee, dann bekommt er sie eben nicht, würde ich sagen. Ah, ey, Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey. Mann, ey, Mann, ey, Mann, ey. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. So schlecht, so schlecht, so schlecht ist das. Ja, nehmt halt alles mit, was ihr brauchen könnt. Helme. Kevlar ist besser. Kevlar ist in jedem Fall besser. Haben schon alle Kevlar-Westen. Amus vielleicht noch nicht. Doch, hat er auch. Als nächstbester Schütze kriegt Amus das Zeug. Gut, das kann er auch in seine Waffe laden, deswegen bekommt er das auch. Ja, der Rest ist irgendwie sinnlos dann. Gambi braucht andere Munition. Wer hat denn die Munition? So ein paar von diesen Kugeln habe ich doch noch. Das habe ich doch gesehen. Okay. Oh, er hat vorerst auch genügend davon. Das ist doch hier auch dieses 10 mm. Nee, High Cap. Ich hatte noch eine Pistole, die braucht. Ich jetzt die Pistole verbummelt. Wohl kaum. Ja, keine Ahnung. Ach so, er hat sie. Der Trevor hat sie. Oh, der hat auch genügend Magazine noch für diese Pistole. Das heißt, Gumpy kann auf jeden Fall Reservemunition bekommen für sein Gewehr. Halt erstmal nach. Ja.
Na, ich konvertiere das 9x19 noch um. Kann man ja auch immer gut gebrauchen. Ja, die Reste lasse ich hier liegen. 40er Magazin. Braucht das irgendjemand? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja auch ein bisschen exotischeres. Er hat auf jeden Fall keins mehr. Hat es doch 9x19. Warum hat er keine Munition dafür? 44er. Aha, ist auch richtig. Achso, 40er. Ja, nimm das halt mit. Die haben auch alle schon recht gute Pistolen, bis auf diese natürlich. Ist auch nicht verkehrt. Das ist die gleiche. Ja, gut. Soweit so gut, würde ich sagen. Dann sind sie jetzt im Sektor und machen einfach mal mit. Gasket repariert mit Gegenstände. Amus kann, tja, keine Ahnung, was er kann, ein wenig Kraft üben. Gampi, mit ihm übe ich Führungsqualität. Kann ja bald als Lehrer auftreten. Die anderen trainieren auch Führungsqualität. Aber dann lernt er selber, glaube ich, nicht mehr. Das geht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er selbst dann noch Führungsqualität lernt. Rekrut für Führungsqualität. Nee, irgendwas klappt hier nicht. Warum geht das jetzt nicht? Vielleicht ist er doch zu schlecht. Naja, gut. Okay. Ich denke, den Kampf haben wir ganz gut gemeistert. Und Ira hat sich auch schon fast wieder geheilt. Aber auch nur fast. Hier liegen, glaube ich, in dem Laster noch... Genau, Werkzeug liegt hier noch rum. Auch eine Sanitäterausrüstung. Ich glaube, da habe ich auch so noch mehr. Muss ich mal gucken. Gasket hat noch eine. Die brauchen sie aber auch im zweiten Team. Na gut. Erste-Hilfe-Kästen wären nicht, auch nicht schlecht. Ich sollte mir mal eine kleine Einkaufsliste machen. Also was wie Erste-Hilfe-Kästen, AK-47-Munition, Beintaschen und Taschen generell. Vielleicht auch mal ein paar sinnvollere Beintaschen. Ich habe ja hier auch einfach nur, um zu testen, so erstmal alles gekauft. Aber ja, zum Beispiel die hier ist ja äußerst sinnlos. Weil auch diese, also einerseits, weil ich diese Granaten hier noch nicht habe und andererseits, ja, weil, weiß ich auch nicht.
Ja. Das ist eine gute Beintasche, denke ich, mit zwei Granatenfächern und einem Magazinfach. Das ist auch eher eine, ja, eine nicht so tolle Beintasche. Auch wenn es ganz cool ist, dass man hier noch so ein Pistolenfach hat. Das ist mit Joy, die hat auch eine Beintasche. Ja. Chris? Ja, das ist auch eine ganz gute. Muss ich mal gucken, was ich da kaufe. Egal, das passiert alles in der nächsten Runde. Und ich danke fürs Zuschauen. Und vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen zu diesen ganzen Fragen, die mir jetzt schon ein bisschen aufgekommen sind. Einerseits hier die Geschichte mit dem Lernen und dann diese, also diese Bugs, die ich teilweise hatte. Das zum Beispiel, wo Ira nachgeladen hat. Ich glaube, das war Ira, noch eine Munitionspatrone in der Waffe war und die plötzlich verschwunden war. Ja. Okay. Soweit, so gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.